Hallo und herzlich willkommen zurück beim Ende von Hard West. Also noch nicht die letzte Folge, wahrscheinlich nicht, denke ich nicht, hoffe ich nicht. Aber die letzte Kampagne zumindest. Und wir gehen als erstes zu Mats Grab. Du kamst zu einer Begräbnisstätte. Hier sollte einer der vier Evangelisten liegen, einer Bande von vier Brüdern, die nach den Evangelisten Markus, Matthäus, Lukas und Johannes auf die Namen Mark, Matt, Luke und John getauft worden waren. Ein entstellter Streuner saß auf einem Grab. Er stellte sich dir als Seher Nekator vor. Er sagte dir, die Inschriften auf jedem der Gräber erzählten dir einen Teil der Geschichte der vier Brüder. Wenn jemand die ganze Geschichte in der richtigen Reihenfolge lese, erfahre er, wo das Beuteversteck der Brüder sei. Du schautest dir Mats Grab an. Du lasst die Inschrift. Du warst bereit, die ganze Geschichte zu lesen. Ich las die Inschrift. Mark war der älteste. Moment, das ist doch nur ein Grabstein? Welches Grab hat so eine riesige Inschrift? Mark war der Älteste und die anderen folgten stets seinem Befehl, doch in John wuchs eine verborgene Bitterkeit, als sie schließlich die maskierten Ärzte fanden, die für diese Grausamkeiten verantwortlich waren, missachtete er Marks Befehl, den Feuerschutz zu geben. Ohne den Schutz seines Bruders wurde Matt von Kugeln durchsiebt, hier haben sie ihn bestattet. Du warst bereit, die ganze Geschichte zu lesen. Der Anfang der Geschichte war... Nein, nee, Moment, ich bin noch nicht bereit. Ich will nicht. Ja, genau, also war die falsche Reihenfolge. So. Wir müssen noch ein anderes Grab finden, aber... Die Inschrift war, Mark war der Älteste, bla 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 bla, und die anderen folgten stets seinem Befehl, doch in John wuchs eine verborgene Bitterkeit auf. Also da haben sie sich schon ein bisschen gekrieselt, keine Ahnung, ob das der Anfang war oder nicht, das werden wir dann sehen anhand der anderen Sachen, Gräber. Ach ja, schauen wir einfach mal, Johns Grab, gehen wir doch einfach mal direkt dahin. So. Das einzige Zeichen, dass dieser Haufen aus rotem Sandstein ein Grab barg, war die schwere Inschriftentafel. Die Inschrift, die Brüder zerstritten sich. Mark gab John die Schuld, John beschuldigte Mark und selbst Luke, der immer Frieden zwischen ihnen gestiftet hatte, war nicht mehr in der Lage zu versöhnen. Ein Wort gab das andere, bis John schließlich zog und Mark erschoss. Ein weiterer Bruder war tot, diesmal durch die Hand seines eigenen Bruders. Das war das Ende des der Evangelisten. Ah, Moment, ich habe keinen Stift und kein Papier. Das ist schrecklich. Okay, Grab von John. Also, bei John war schon ein Bruder tot und ein weiterer war tot. Und das war das Ende der Evangelisten. Das sind schon mal so drei Punkte. Das ist John gewesen. Gott, ich habe doch das Gedächtnis wie ein Goldfisch. Wer war John? Marks Grab war von den Elementen fast unkenntlich gemacht worden, aber die Inschrift war noch in gutem Zustand. Wir lesen die Inschrift. Der Leichenwagen trug nicht die sterblichen Überreste der Verblichenen zu Grabe, sondern er beförderte lebende menschliche Körperteile in Krügen am Leben erhalten durch Elektrizität und heimlichen Balsam. Mark war entschlossen, die Verantwortlichen dafür bezahlen zu lassen, doch John und Matt waren dagegen. Zum ersten Mal waren die Brüder uneins. Das kann... Mark kann die erste Geschichte gewesen sein. Bei John war schon einer tot. Das heißt, John ist vielleicht die dritte Position. Ich ging fort und jetzt schauen wir uns nochmal kurz das andere an. So, Lukes Grab war mit einem Esculapstab. Ich weiß nicht, was das ist. Verziert dem Symbol der Heilkunst. Ah ja! Ah, das, was man auf den Apotheken ab und zu auch sieht. Ah, jetzt hat. Du lasst die Inschrift. John trieb rastlos durch die Welt, allein und ohne Lebenszweck. Schließlich war er es leid, immer unterlegen zu sein und wollte so nicht weitermachen. Er war bereit, seinem jämmerlichen Leben sein Ende zu setzen. Als Luke zurückkehrte, um sich mit ihm zu versöhnen, hatte er eine Spur zu den maskierten Ärzten gefunden. Und jetzt war die Zeit gekommen, zuzuschlagen. Ah, warte mal, das waren die maskierten Ärzte bei Lukes Grab. Und da unten haben sie aber auch schon gegen die gekämpft, ne? Als sie schließlich die maskierten Ärzte fanden, die für die Grausamkeiten verantwortlich waren, bla 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 bla. Das heißt, es müsste doch John, Mark, Luke
Matt. John, Mark, Luke, Matt. John, Mark, Luke, Matt. John, Mark, Luke, Matt. Ah! Verdammt! Also. John, 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 John. Nein, nicht die ganze. Ja, Ereignis beenden. Ich will die Inschrift lesen. Und zwar, die Brüder zerstritten sich. Mark gab John die Schuld, John beschuldigte Mark und selbst Luke. Ach, ist das vielleicht das Ende? War nicht mehr. Bis John schließlich zog und Mark erschoss. Ein weiterer Bruder war tot. Du gingst fort. Das heißt, ach ja, stimmt. Matt? Ist es Mark? Mark, Luke, Matt, John? Mark, Luke, Matt, John? Verdammt, warum nicht? Okay, was war bei Mark nochmal? Es waren die Verantwortlichen dafür zahlen zu lassen, doch John und Matt waren dagegen. Zum ersten Mal waren die Brüder uneins. Da waren sie uneins. Und dann, hier haben sie aber schon. John trieb rastlos durch die Welt allein und ohne Lebenszweck. Schließlich war er es leid, immer unterlegen zu sein und wollte es nicht so weit, wollte so nicht weitermachen. Er war bereit, seinem jämmerlichen Leben selbst ein Ende zu setzen, als Luke zurückkehrte, um sich mit ihm zu versöhnen. Er hatte eine Spur zu einem maskierten Herz gefunden und es war die Zeit gekommen, zuzuschlagen. John trieb rastlos durch die Welt alleine und ohne Lebenszweck. Alleine, alleine. Ist er der Letzte? Die Brüder zerstritten sich. Bla 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 bla. Mark gab John die Schuld. John beschuldigte Mark. Und selbst Luke, der immer Frieden zwischen ihnen, war nicht mehr in der Lage, sie zu versöhnen. Ein Wort ergab das andere, bis John schließlich zog und Mark erschoss. Ein weiterer Bruder war tot. Diesmal durch die Hand seines eigenen Bruders. Das war das Ende der Evangelisten. Nein, das ist. Das ist falsch. Doch in John wuchs eine verborgene Bitterkeit, als sie schließlich maskierten Ärzte fanden, die für diese Grausamkeiten verantwortlich waren, missachtete er Marks Befehl, Feuerschutz zu geben, ohne Schutz. Hier haben sie ihn bestattet. Ohne den Schutz seines Bruders wurde Matt von Kugeln durchsiebt. Das heißt, Matt ist hier gestorben. So. Hier. Mark, John, Luke. Mark gab John die Schuld. John beschuldigte Mark und selbst Luke, der mal Frieden zwischen ihnen gestiftet hat. Okay, warte mal. Da sind Mark, John und Luke noch am Leben. Und hier unten ist Matt tot. Das heißt, das könnte die erste sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da sind noch die John, Mark und Luke am Leben. Mal schauen. Mark war entschlossen, die Verantwortlichen dafür zahlen zu lassen. Doch John und Matt waren dagegen. Zum ersten Mal waren die Brüder uneins. Stimmt, weil hier waren sie zu dritt, hier sind sie zu zweit, hier ist er alleine. Es heißt Matt, John, Mark, Luke. Matt, John, Mark, Luke. Nein, warum warum stimmt die Reihenfolge nicht? Die stimmt doch. Das macht doch alles Sinn. Lukes Grab war. John trieb rastlos durch die Welt, alleine und ohne Lebenszweck. Schließlich war es leid, immer unterlegen zu sein und wollte es nicht so weitermachen. Er war bereit, seinem jämmerlichen Leben sein Ende zu setzen, als Luke zurückkehrte, um sich mit ihm zu versöhnen. Ah, warte mal. Um irgendwie mit ihm zu versöhnen, hat er eine Spur dem maskierten Ärzte gefunden und war die Zeit gekommen, zuzuschlagen. Da haben sie sich gestritten. Da will er sich versöhnen? Die Brüder zerstritten sich. Nein, okay.
Da zerstritten sie sich. John, Luke. Warte mal. Mark war entschlossen. John und Matt waren dagegen. Zum ersten Mal waren die Brüder uneins. Ah, so. Da waren die Brüder uneins. Die Brüder zerstritten sich. Nein, aber wofür geben sie sich die Schuld? Mark, John, Matt, Luke. Mark, John, Matt, Luke. Mark, John, Matt, Luke. Ach, komm! Einige der entschlüsselten Wörter ergaben Sinn, aber nicht genug, um die Position des Verstecks zu finden. Och, nö. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist mir jetzt zu doof, ehrlich gesagt. Da habe ich keine Lust drauf. Da werde ich wahrscheinlich nochmal schummeln. Also nochmal, ich werde da mal nachgucken, was denn hier so die Lösung dafür ist. Weil, ehrlich, nee, ich will jetzt mir nicht ständig irgendwelche Notizen dazu machen. Aber irgendwie, ein weiterer Bruder war tot, diesmal durch die Hand seines eigenen Bruders. Und hier ist einer im Kugelhagel gestorben. Mark war der Älteste, doch in John wurde, als sie schließlich die maskierten Ärzte fanden, die für die Grausamkeiten verantwortlich waren, missachtete er Marks Befehl, Feuerschutz zu geben. Hier hatten sie ihn bestattet. Das gibt's doch nicht. Und bei Johns Grab war dann ein weiterer Bruder tot. Und... Das muss schon Matt und John sein. Mark, Luke, Matt, John? Vielleicht, weiß ich nicht. Mark, Luke, Matt, John? Nein. Mark, Matt, John, Luke. Ha! Finde das Versteck der Evangelistengang. Diese Schweine, ich werde die alle so töten. Viel zu viel Text zu lesen! Ein einfaches, unmarkiertes Grab entsprach der Beschreibung, die du aus den Inschriften auf den Evangelistengräbern entschlüsselt hattest. Dein langes Graben wurde schließlich mit einem Fund von beträchtlichem materiellen Wert belohnt. Was haben wir bekommen? Eine kugelsichere Weste. Ja, eine Arzttasche, ja. Betäubungsbombe, ja. Einarmiger Bandit, Schaden 8, Munition 1. Alter, das Ding ist krass. Kurz, wir nehmen das einfach mal. Und wir haben eine Karte bekommen. Transfusion einfach mal geben. Was haben wir hier? Schattensalbe, das finde ich cool. Verkleidung. Vorbereitung, Phase vom Gegner ignoriert. Bluthund, verfolge verwundete Gegner. Ja, warum nicht? Das machen wir mal so. Okay, wunderbar. Und jetzt können wir mal ins, wo? Armeelager, genau. Ins Armeelager und rekrutieren mal Jefferson Burns. Mr. Burns. Das Lager war fast verlassen. Nur ein paar Wachposten waren noch da. Burns war nirgendwo zu entdecken. Ja, guck mal nach einem Atomkraftwerk, vielleicht da? Wenn du als Gesetzloser dich offen nähertest, würdest du sicher feindselig empfangen werden. Vielleicht konntest du die Männer einen nach dem anderen ausschalten, aber dann bekämst du wohl wenig Informationen über Burns. Ich schleich mich ins Lager Ich schleiche mich mal ins Lager und belausche die Unterhaltung der Männer.
Dich an den Wachen vorbeizuschleichen war einfach. Du sahst einen Sergeant, der mit einem seiner Untergebenen sprach und konntest das Gespräch belauschen. Offenbar befehligte Burns gerade einen Angriff auf ein Indianerdorf in der Nähe. Trotz seiner verwundbaren Lage lauschtest du weiter in der Hoffnung, noch mehr zu erfahren. Offenbar war Kommandeur Burns ein hochdekorierter Kriegsheld mit einer Vorliebe für riskante Methoden. Sein verwegenster Schachzug war, sich selbst mit den Pocken zu infizieren, sich dann absichtlich von den Eingeborenen gefangen nehmen zu lassen. Die daraus resultierende Epidemie dezimierte ihre Anzahl so stark, dass die Armee die Überlebenden ohne eigene Verluste ausrotten konnte. Burns überlebte und Pockennarben in seinem Gesicht zeugten offen von seiner Blutrünstigkeit. Du überlegtest, wie du diese Informationen zu deinem Nutzen verwenden könntest. Gerüstet mit diesem Wissen, wolltest du dich aus dem Lager zurückziehen. Du liefst direkt in einen Wachposten hinein. Den anschließenden Schusswechsel gewannst du, wenn auch nur verwundet. Du humpeltest aus dem Lager und nahmst einige Vorräte mit. Okay, wunderbar. Wir haben da was Tolles gefunden. Eine Muschete. Ah, die hat nur einen Schuss, schade. Elixier der Heilung, das nehmen wir doch. Wir haben noch Dörrfleisch. Erhöht die maximale Gesundheit. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Zerfetzte Hand. Minus 10 Zielen, das ist doch kacke. Geh zum Schauplatz des Blutbades und rekrutiere Jefferson Burns. Eine aus weiter Ferne sichtbare Rauchwolke führte dich zum Schauplatz der Befriedigung. Das Dorf lag in Trümmern übersät mit Körperteilen. Die Armee hatte nicht mal die Frauen und Kinder verschont. Der Ort war verlassen, bis auf einen einzelnen Mann, der auf einem Felsblock saß, den Kopf in die Hände gestützt. Du gingst zu ihm hinüber, es war Jefferson Burns. Dein geschundenes Gesicht schien Burns zu überzeugen. Du seiest der leibhaftige Teufel. Er sagte, er sei bereit für seine Bestrafung. Du fragtest ihn, wieso er plötzlich Skrupel bekomme, nach einer so lange von gewissensgebissenen, ungeplagten Karriere als Indianertöter. Burns lachte kurz grimmig auf. Er hatte die Indianer immer respektiert. Die Geschichte, dass er sich selbst infiziert und ein ganzes Eingeborenendorf ausgerottet habe, sei von seinen Vorgesetzten nur erfunden worden, um Rekruten zu inspirieren. Doch Burns hatte auch fest an die amerikanischen Behörden geglaubt, bis zu diesem Tag. Nun wollte er nur noch eine Chance, sich von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor er diese Welt verließ. Du sagtest ihm, er könne sich reinwaschen durch die Befreiung der Seelen, die im Fegefeuer gefangen seien. Er saß einige Minuten stumm da und dachte über deine Worte nach. Gerade als deine Geduld zu Ende gehen wollte, schnappte er sich sein Bündel und seine Waffe. Ein würdiges Ziel wie deines, verdiene einen willigen Diener, meinte er. Er werde dir folgen. Als du dich zum Gehen umdrehtest, begann Burns wieder zu sprechen. Die nächsten Kandidaten waren Randy Harden, ein notorious Gunfighter, und Henry Persons, ein former Pinkerton-Agent. The local crime lord would know where to find them. Burns erzählte, er habe eine Gruppe Eingeborener entkommen lassen. Obwohl seine Männer versucht hätten, sie zu verfolgen, sei er sicher, dass einige Indianer überlebt hätten und auf Rache sinnen. Er meinte, wenn du sie suchen wolltest, solltest du an ihrer heiligen Stätte nachschauen. Du meintest, du werdest es dir überlegen. Na klar, keine Zeugen! Okay, die Folge ist jetzt schon relativ lang wieder mal. Ich mache an dieser Stelle einen Break und ja, wir gehen zur Heiligen Stätte und schauen einfach mal, was wir da mit den Indianern noch so anstellen können, nicht wahr? Taktik, Unterstützung, Weltkarte, militärische Autorität, Jefferson Burns. Keine Ahnung, was es da zu bedeuten hat. Wir werden sicher bald rausfinden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, liked und subscribe. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß. Ciao!